Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay. Und heute möchten wir euch das Lagalette in Asunción vorstellen. Das Lagalette ist ein Restaurant mit bretonischen, also französisch und dann im Norden die Bretagne, mit Galette. Galette sind sozusagen salzige Crêpe. Die Bretonen würden mich jetzt dafür kreuzigen, aber ich sage es jetzt mal einfach so ein bisschen platt. Und natürlich haben sie auch süße Crêpe. Und auch ganz viele andere Sachen. Ja, und das Lagalette ist für mich insofern besonders interessant, weil es dann einfach mal wieder Geschmäcker gibt, die ich eben aus Frankreich kenne. Und ja, lasst euch überraschen. Wir gehen da gleich rein und dann zeige ich euch ein bisschen was. Wenn ihr das Video interessant findet, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr an weiteren solchen Videos interessiert seid, dann abonniert doch einfach gleich den Kanal, am besten noch mit der Glocke, dann werdet ihr immer automatisch informiert. Also, bis gleich, wir sehen uns im Lagalette. In diesem Video stellen wir euch diese Zweigstelle von Lagalette vor. Es gibt zwei. Die zweite liegt auch nicht gar so weit entfernt. Ich werde euch unter dem Video den Link zu der Webseite hinschreiben und dort findet ihr dann auch beide Adressen. Ja, das war eben das Eingangsschild vor der Tür. Wie typisch in Frankreich in einem Bistro, zwei Stühle und ein Tisch. Die Tafeln, das ist auch typisch für Frankreich. Da wird einfach mal draufgeschrieben, was gerade das Tagesmenü ist und so weiter. Und wenn man ein bisschen den Kopf nach rechts schwenkt, dann sieht man da auch schon den Innenhof. Dazu habe ich dann später noch ein paar Bilder für euch, aber auch sehr, sehr nett. Bei der Hitze ziehen wir es vor, uns hineinzusetzen, einfach weil es dann ein bisschen klimatisiert ist. Nicht zu sehr, das finde ich auch angenehm, aber bei 38 Grad, die wir heute haben, ist es doch schöner. Ja, wenn ihr reinkommt, seht ihr Sachen wirklich. Sie haben versucht, einen guten Mix zu machen aus Paraguayisch und eben bretonisch. Also eben auch mit diesen Tafeln auf Französisch geschrieben, auf Spanisch geschrieben, so Sachen wie diese Fahrräder ist oder die Kochtöpfe da oben. Wenn man dann sich hingesetzt hat, kommt jemand und legt einem dieses Papier als Tischmappe sozusagen, also als Untersetzer hin. Und dort ist auf Spanisch ganz viel über die Bretagne geschrieben und über die Crêpe und so weiter. Und dann bekommt man noch so ein Säckchen mit einem Messer und einer Gabel. Bon Appetit, also wirklich ein, ja, so wie ich sage, ein sehr, sehr gelungener Mix. Wir haben uns dann, weil es so heiß ist, zwei Limonaden bestellt, also Limonade, Zitrone mit Minze und Stevia. Und ich kann euch sagen, das war bei der Hitze super erfrischend. Sie haben aber auch noch ganz, ganz andere leckere Säfte, wie sie sie nennen, Säfte, Limonaden. Und lasst euch da einfach überraschen. Hinter uns war der Hof, da habe ich euch schon mal ein Foto zu diesem größeren Tisch. Da können bestimmt so 6 bis 8 Leute sitzen mit entsprechenden Stühlen. Und nach hinten geht es weiter, da sind noch viel, viel mehr Tische. Doch die zeige ich euch dann einfach später. Hier schon mal der Anfang, wie der Hof nach hinten weitergeht. Auch die Toiletten sind im Hof. Auch die werdet ihr einfach später dann nochmal sehen. Insgesamt wirklich sehr schnuckelig, sehr viel mit Geschmack eingerichtet, immer wieder französische Elemente. Ja, und ich habe die italienische Galette mir bestellt. Das ist also mit Schinken, mit Ei, mit Käse und war sehr, sehr lecker. Ein bisschen Salat war noch, der war nicht angemacht, das heißt, den bitte dann selbst anmachen auf dem Teller. Und Martin als Vegetarier hatte die Crêpe, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, La Provençale, glaube ich. Die ist mit Käse und Pesto und ich glaube, Tomate war da auch drin. Die ist ein bisschen sehr flach. Gut, dass meine so viel Käse hat. Ich habe ihm dann von dem vegetarischen Teil meiner Crêpe ein bisschen was abgegeben. Da ist nicht so viel drin. Der Käse war auch ein bisschen eher dünn. Aber insgesamt war auch sie wirklich sehr lecker. Der Teig ist, so wie er in Frankreich ist, sehr, sehr lecker gemacht. Also wirklich da kein Pfusch, kein gar nichts. Ja, hier einfach nochmal so die Inneneinrichtung. Ihr findet immer auf den Tafeln dargestellt, was es gibt mit Preis und so weiter und was drin ist. Und eben im Hintergrund seht ihr urige Töpfe, Behälter, alles mögliche, also richtig nett. Das hier ist die süße Theke, zum Beispiel diese bunten, diese Macarons, die sind typisch für Frankreich. Sie haben auch eine Schokoladentorte, die sehr typisch für Frankreich ist, also wirklich. Wenn man Gelüste hat auf solche Sachen oder ganz unten die runden Pralines mit Kaffeegeschmack
Und hier, das sieht man nicht so gut, nachher werdet ihr sehen, die Cannelée de Bordeaux, das haben wir uns mitgenommen für später zum Kaffee trinken. Ganz, ganz leckere Geschichte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, sie schmecken genau wie in Frankreich. Ja, das ist unsere Mitnahmebox für den Kaffee. Wenn die dann gleich aufgeht, seht ihr dann die sechs letzten Cannelée de Bordeaux. Mehr waren leider nicht mehr übrig. Und zwei Kaffeepralinen haben wir uns mitgenommen zum späteren Kaffee trinken. Schaut mal, auf der linken Seite, das sind diese Cannelée, die schmecken so ein bisschen nach Zimt, Vanille, also wirklich eine ganz leckere Geschichte. Und dann eben noch zwei von diesen Kaffeepralinen zum Testen. Ja, und weil wir schon von dem Crêpe mit dem vielen Käse super satt waren, gab es dann als Nachtisch eigentlich nur noch ein Eis. Also die salzigen Crêpes heißen ja Galette und die Galette waren echt mächtig. Wir wollten eigentlich zum Nachtisch noch süße Crêpes, aber die haben einfach nicht mehr reingepasst. Das ist ein, sind zwei Eiskugeln bei Martin mit Americana mit Oreo. So sieht es insgesamt aus bei uns auf dem Tisch. Ich hatte zwei Eiskugeln Zabayone-Eis, in dem auch Walnüsse drin waren, halbe Walnüsse. Ich habe zwar den Zusammenhang mit Zabayone nicht verstanden, aber ich kann euch sagen, es war ziemlich lecker. Das Zabayone-Eis ist wie Zabayone selbst einfach auch eine ganz pappig-süße Angelegenheit. Ich mag das allerdings sehr. So, und hier nochmal die Tafel auf meiner Seite. Da seht ihr nochmal oben die Galette, auf der anderen Seite die Crêpe. Diese Säfte, Smoothies, Milchshakes, Wein, Bier. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und ja, einfach lecker. Das, was wir hatten, war alles durch die Bank weg, weg. Und für diejenigen, die gerne einfach mal sitzen, länger sitzen und das Flair aufnehmen, steht sogar ein Schachbrett mit Schachfiguren bereit. Also wirklich, es ist an vieles gedacht und man kann sich hier sehr schön aufhalten. So, das ist der Gang nach hinten Richtung Toilette und Richtung Gartenlaube. Auch hier stehen wieder Tische. Insgesamt alles wirklich sehr, sehr geschmackvoll gemacht, wie ihr sehen könnt. Also auch eine schöne Farbe, die kleinen Tische. Größere Tische habt ihr ganz vorne und ganz hinten. Das ist hier so ein typisches Schild aus Frankreich, wo dann zum Beispiel am Ausgang von einem Metro. Von der Metro steht, wo es in welche Richtung geht. Also immer wieder schöne Details aus Frankreich, die da integriert wurden und eben als vorletzter Stelle, wo die Toiletten zu finden sind. Jetzt folgt noch ein Blick in den hinteren Garten. Da gibt es also auch ein paar kleine Tische, so für zwei, drei, vier Personen und dann aber eben auch zwei größere Tische, die habe ich jetzt, also den einen habe ich nicht fotografiert, weil da eben Personen saßen. Und der andere ist ein bisschen versteckter hinten, aber sehr lauschig einfach, also ganz nett gemacht. Wie ihr seht, ein größerer Tisch hier. Alles sehr schön bewachsen auch. Also man fühlt sich da richtig, ja, nett. Hier noch ein Tisch mit zwei Couches, wo man sich reinlümmeln kann. Also immer wieder unterschiedliche Ecken, Bereiche, hier nochmal von hinten der Blick nach vorne. Das ist also der Gang und vorne ist die Straße, wo man zum La Galette hinfährt. Ja, und jetzt noch der Vorraum, also das ist der Bereich vor der Toilette. Die Tür rechts ist die Toilette und diese Toilette ist wirklich witzig gemacht. Hier nochmal ein Blick zu den Sitzgelegenheiten mit, wie gesagt, schöne Pflanzen, alles gut bewachsen, geschmackvoll eingerichtet. So, die Toilette. An der Seite eine verrostete Trompete und der Abwasserkasten ist mit einem Koffer geschmückt. Die Wände sind voller Karten aus aller Welt und das ist das wirklich nette Waschbecken mit den zwei Spiegeln. Gegenüber der Toilette ganz in groß die Karte der Bretagne, wo eben die Galette und die Crêpe herkommen. Und an der Tür eben als Aufhänger einen halben Stuhl. Also wirklich ganz, ganz witzige Ideen, sehr sauber. Hier auch noch mal ein anderes Schild, was so typisch für Metro ist. Und dieses Schild ist etwas, was ihr in Frankreich oft findet, an einem halb- oder unbeschrankten Bahnübergang. Und das Schild sagt:
Ein Zug kann einen anderen verstecken, sprich, dass die Leute nicht zu früh losfahren, ohne sich davon zu überzeugen, dass da wirklich keine Gefahr mehr droht. Sieht man in Frankreich ganz, ganz oft dieses Schild. Also da schmunzelt jeder Franzose. Ja, und hier kurz vor Schluss jetzt nochmal die Karte mit den Getränken. Oben Kaffees, unten Tees und unten auch ein Eistee. Also wirklich alles auch preislich sehr angemessen, sehr schön gemacht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch hier direkt unter dem Video. Und wenn ihr noch mehr über Paraguay, Asunción kennenlernen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. In unserem Kanal gibt es übrigens Playlisten, die so ein bisschen thematisch aufgegliedert sind. Die größte Playliste, falls ihr in Paraguay bauen wollt, ist für euch sicherlich interessant. Das ist nämlich unser Bautagebuch vom Zen Garden Paraguay. Das war's wieder. Lasst es euch gut gehen und bis bald in einem neuen Video.